Core Vital. Heute zeigen wir euch Kräftigungsübungen der Rückenmuskulatur. Dafür haben wir euch wieder ein Übungsprogramm zusammengestellt aus drei Übungen, die wir einmal in einer einfachen Form euch zeigen und in einer gesteigerten Form. Wir beginnen in der Rückenlage und zwar mit der Übung Bridging. Ich zeige euch erst die vereinfachte Form und danach gehen wir über in die gesteigerte Form. Beide Beine sind aufgestellt und zwar hüftbreit. Die Arme könnt ihr ganz entspannt neben den Körper hinlegen und achtet bitte darauf, dass jetzt die Lendenwirbelsäule, also hier der untere Bereich, einen guten Kontakt zum Boden hat. Das heißt, ihr drückt nochmal bewusst die Lendenwirbelsäule gegen den Boden. So könnt ihr starten. Das bedeutet jetzt einmal das Becken anheben. Ganz genau. Achtet jetzt bitte darauf, dass ihr ungefähr eine Diagonale von Knie, Becken und Schultergelenk bildet und geht dann wieder langsam runter. Kurz vorm Absetzen bitte wieder anheben, sodass ihr nicht komplett absetzt. Ganz genau. Diese Übung bitte auch 3x15 Wiederholungen. Die gesteigerte Form ist jetzt. Es gibt jetzt Variationen, je nachdem wie die Beweglichkeit ist. Entweder ihr haltet das Bein jetzt mit beiden Händen, so wie die Lisa hier fest. Oder aber, wenn die Beweglichkeit gerade nicht so ganz funktioniert, könnt ihr das Bein einmal überschlagen und dann mit dem einen Bein das Bridging ausführen. Ihr achtet genau auf die gleichen Kriterien und ebenfalls 3x15 Wiederholungen, aber pro Bein, also pro Seite, ganz genau. Jawohl. Gehen weiter in die zweite Übung. Die findet in der Bauchlage statt. Ausgangsposition ist, die Füße oder die Zehenspitzen sind aufgestellt, Knie sind durchgestreckt, ihr habt eine leichte Po-Spannung und habt jetzt eine U-Haltung in den Armen. Hebt diese einmal an, genau. Kopf ist ebenfalls angehoben und achtet, dass der Blick Richtung Matte ist, sodass die Halswirbelsäule eine gute Stellung für diese Übung hat. Streckt einmal die Arme nach oben über den Kopf und zieht einmal mit den Ellenbogen nach hinten runter. Ganz genau. Das auch wieder 3x15 Wiederholungen. Könnt euch auch ein bisschen orientieren, dass ihr hier im Brustwirbelbereich nicht zu sehr abhebt, sondern relativ gut unten bleibt, so wie die Lisa das gerade vorzeigt. Die gesteigerte Form davon ist jetzt, gleichzeitig beide Beine anzuheben. So habt ihr eine viel höhere Spannung, sowohl im Bein, Po als auch unteren Rückenbereich und dient eigentlich schon als Ganzkörperübung. Ebenfalls 3x15 Wiederholungen. Sehr gut. Allerletzte Übung, die nennen wir Superman-Übung, arbeitet diagonal. Das bedeutet, wenn ihr den rechten Arm Richtung Decke anhebt, hebt sich gleichzeitig das linke Bein an Richtung Decke und das Ganze natürlich auch mit der anderen Seite. Hierbei auch darauf achten, dass der Kopf leicht angehoben ist und der Blick Richtung Matte zeigt. Ganz genau. 3x15 Wiederholungen. Hier könnt ihr jetzt sehen oder beziehungsweise euch so daran orientieren, dass jeder Satz 30 Wiederholungen hat, da ihr beide Seiten beansprucht und so nicht schnell durcheinander kommt. Ganz genau. Die gesteigerte Form ist jetzt beides gleichzeitig anheben und wieder leicht senken. Das 3x15 Wiederholungen. Also da braucht ihr jetzt nicht 30 zu zählen. Sehr gut. Okay. Das war jetzt das Erklärvideo von der Rückenmuskulatur. Gehen über in das Trainingsvideo. Da wird die Lisa euch nochmal ein bisschen begleiten und wünschen euch ganz viel Spaß beim Trainieren. Eure Julia und Lisa.